So, perfekt. Ich sehe, dass ich online bin. Ist schon mal was sehr Gutes. So, ich habe mir überlegt, da ich das leider jetzt gestern nicht geschafft habe, weil da noch was dazwischen gekommen ist in der Richtung, habe ich mir gedacht, ich wollte, habe ja eh angekündigt, dass ich Freitag was, sagen wir mal, Besonderes oder wieder was aufleben lasse. Nämlich den Survival-Vorlaut. Das heißt, ich werde ein Spiel in einem Zuge durchspielen, was nicht unbedingt heißen muss, dass das natürlich so welche Spiele sind, die 85 Stunden dauern. Ja, so extrem ist das jetzt auch nicht. Aber so welche Klassiker vielleicht, die ich aus der Jugend kenne in der Richtung und dann einfach mal sagen kann, okay, wieso soll man das jetzt nicht mal spielen? Und heute habe ich mir vorgenommen, oh, erkennt ihr das? Nämlich Super Mario Land für den Gameboy damals zu spielen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mal einmal. Ich muss halt einmal neu starten. Ein Kürzelchen. Das kommt jetzt gleich wieder. Weil das Problem war, dass mein Audio-Sound irgendwie nicht da funktioniert hat, wo es sein sollte. So. Perfekt, wieder alles geplant. So. So, jetzt. In der Richtung. Höre ich das? Wohl normalerweise. Ich muss mir einmal das ganz kurz anhören, ob das passt von mir. Ich hatte das einmal ausprobiert, nur jetzt ist das irgendwie doch ein bisschen lauter geworden. Und ich weiß, ob das okay ist oder nicht. Ich hatte das einmal ausprobiert, nur jetzt ist das irgendwie doch ein bisschen lauter geworden. Okay, es passt. So. Also, ja, komm. Mach doch weiter hier. Mario Land, also die Land-Reihe von Mario, ist sozusagen die Gameboy-Version, womit die in der Richtung versucht haben. Oder das versucht haben. Womit sie sozusagen Mario auf den Gameboy gebracht haben. Es gibt sehr große Unterschiede hier, besonders wenn man das sich überlegt, dass Mario Land 3 einfach plötzlich Wario wurde. Okay. Wow, was denn sonst noch? Ja, besonders ist dann glaube ich auch, dass hier nicht Peach in der Richtung genommen wurde, sondern Daisy, also die Dame, die Luigi jetzt sozusagen als Freundin in der Richtung hat, soweit ich das weiß. Und die Feuerblume, die man hier sozusagen hat, schießt so einen kleinen schwarzen Ball, der sich komplett anders verhält. Und das Beste überhaupt. Nämlich der Sound hier. Hier was versteckt, wenn ich mich noch irre. Wie gesagt, ich versuche so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch so aus der Kindheit kenne, noch mit aufzunehmen. Was auch hier ist, die Feuerspucke, die wir haben, sammelt auch Münzen auf. Man muss nur die richtig da reinschießen. Man muss sie nur richtig hier reinschießen. So. Das ist natürlich eine Hommage an Super Mario Bros. Und was hier ganz besonders ist, man hat hier zwei Ein- und Ausgänge. Upa. Wobei oben immer der bessere ist, weil. Wie war das denn nochmal? Ich glaube, oben bekommt man Leben? Oder. Warte, nochmal. Oder ein Minispiel? Genau, Minispiel, so war das. Womit man die Wahrscheinlichkeit hat, eine Feuerblume zu bekommen oder halt Leben. So, wir haben nur ein Leben bekommen. Ich hoffe nicht, dass ich alle brauchen werde. So, dieser zweite Level erinnert natürlich auch ein bisschen an Mario Bros. Im entferntesten Sinne. Aber es zählt. Das sind die Goombas sozusagen. Dann hat man hier so welche. Ja, was soll man sagen? Bienen, die Speere werfen oder Stacheln. Und Koopas. Das Besondere an den Koopas ist, die kann man hier mit Feuerspucke entfernen. Aber wenn man auf die drauf springt, ist der Körper sozusagen wie eine Bombe. Das heißt, wenn man die einmal erwischt, explodieren sie nach einer Zeit. Und hier ist, glaube ich, noch ein Versteck, wenn ich mich nicht irre. Perfekt, nämlich ein Leben. Ist so eine Münze. Ich versuche mich an so viele Verstecke wie möglich zu erinnern. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich alle finde. Weil ich aber auch weiß, es gibt Abkürzungen in der Richtung.
die sozusagen manchmal auch die Level leichter machen. Und besonders das Wichtigste ist, was immer den Level einfacher macht. So, ich helfe euch, bevor ihr in den Tod da stürzt. Ist die Feuerblume, ganz klar. Also die Feuerblume ist euer bester Freund. Und ich muss einmal kurz was umstellen. Ist mir gerade eingefallen. Weil das so ein bisschen abwegig ist. So. Keine Angst. Genau, ich hätte nämlich gerne den Spuck auf was anderes. So, wie war das denn nochmal? Hier war, glaube ich, nichts. Genau, hier unten ist das nämlich genauso aufgebaut. Aber man hat da oben das Leben bekommen. Deshalb ist hier, soweit ich weiß, nichts mehr. Ne. Das Einzige, was hier unten ist, ist hier nicht ein Power-Up. Ne, nur eine Münze. Klassischerweise nicht so, wie man das später kennt. Man kann nicht nach links. Also, das ist nur ein Side-Scroller zur Seite. Aufpassen, dass man nicht von Schweren getroffen wird. Und da ist unser erster Freund. Das sind Plattformen, die man, wenn man sie berührt, direkt abstürzen. Muss man sich vielleicht für die Zukunft mal merken, weil später Level kommen in eine Richtung, die das auch aufweisen. So, und... Na, ist immerhin zwei Leben. Ich denke mal nicht, dass ich alle brauchen werde. Sicher ist sicher. Und auch nochmal was Cooles. So, genau. Hier links ist ein Aufzug, der euch hier oben drüber bringt, auf den Level. Und wenn man hier oben ist, kann man einfach den meisten Level überspringen. Aber ich fand das als Kind so cool, dass man das herausfinden konnte. Plus die ganzen Hieroglyphen und alles drum und dran. Wenn ihr hier unten seid, sind manchmal so welche Steine, die einfach mal runterfliegen. Das sind sozusagen die Piranhas in der Urform. Und ein großes anderes Format hier ist... wie war das denn nochmal? Genau, alle drei Level ist ein Boss. Das heißt, 1-3... 2-3 und sowas alles. Bup. Und kaputt. Also Ägypten, also hier diese Sphinx ist ein super Level. Dann gibt es noch welche weiteren. So, es gibt natürlich auch noch da oben ein, wie heißt das nochmal? Ein besonderes Versteck in der Richtung, wo man in so eine Röhre rein kann. Das habe ich jetzt leider verpasst. Dafür weiß ich aber, dass man da groß sein musste. Und es gibt noch einen anderen kleinen Trick, den werde ich später zeigen, weil der später wichtig wird. In der Richtung... Oh, hab ich ganz vergessen. Ein Glück. So. Der Nachteil ist, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, kann man nur eine Spucke auf einmal hier haben. Genau. Solange die nicht vom Bildschirm weg ist, kann man da nichts machen. So, genau. Wenn man groß ist, kann man hier ran. So. Der Typ muss sterben, weil... Hopp, ist hier nämlich ein Boss gleich. So. Und die Bossmusik ist auch super. Genau. Und die machen so komische Geräusche hier. Natürlich kann man die klassisch auch überspringen und draufspringen, so wie man das auch kennt. Und wenn man jetzt das Tor aufmacht, wird man auch wieder mit dem Klassiker begrüßt. Hey, die ist in einem anderen Castle, so in der Richtung. Mal gucken, was sie da sagen. Ne? Er geht auf. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Und dann verwandelt er sich hier aber in einen Gegner. Also es war nicht, dass der Toad da war, sondern hier verwandelt es sich in einen Gegner. Weil, ich weiß nicht, ob das die Spekulationen sind oder so, wenn man nämlich die Original Mario Bros. Nämlich gespielt hat, war das so, dass wenn man Bowser besiegt hat mit Feuerblume, immer ein anderer Gegner kam. Und hier haben sie einfach gesagt, ah, genau, und das Wichtigste, hier ist eine UFO. Also wir sind mit der UFO hier gelandet am See und man sieht das Coole hier, nämlich die Fische. Und wenn man sich hier einfach oben drauf stellt, dann macht man die einfach so kaputt. So, und den Trick, den ich euch zeigen werde, ist nämlich, dass man auch als... Oh, super, jetzt habe ich vergessen zu springen. Und unsere Feuerblume ist weg. Gut, dann kann ich euch den Trick nicht zeigen, weil jetzt sind wir nämlich klein. Es gibt nämlich... Das war knapp. So, jetzt ist das Problem, wir sind leider nicht groß, das heißt, wir können da oben nicht rein. Das ist natürlich problematisch. Ich glaube, hier sind auch keine Upgrades, doch. So, das heißt, wir können den nehmen und hier rausgleiten. Aber wir sind wieder groß. Und hier Feuerblume. Perfekt. So. Ne, nicht auf der Brücke, sondern danach gibt es etwas, was uns einen kleinen Abkürzung bringt. Und das ist erstmal im zweiten Level. Das kann natürlich... Aua. Auch sein. Okay. Stern.
Perfekt. 1, 2. So. Ganz langsam. Ganz langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und hier sehen wir einen anderen Gegner schon, der so Feuer spuckt. Nein, hier kann man nicht rein. Okay. Der hat sich entpuppt als ein Stein. So, ich glaube auf einen von diesen unteren Inseln, die man da sieht. Hopp. Hopp. Ist auch die Möglichkeit. Oh. Leben. Und ab in die Grube mit dem Leben. Genau, das nehme ich im nächsten Level zuerst mal. Es gibt aber hier ein Level, also mehrere Level, die besonders sind. Leider ohne Bonus diesmal. Naja, nicht schlimm. Die sind etwas Besonderes und das ist hier 2-3 und der letzte, ich glaube 5-3 oder 4-3. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Level es waren. So, hier haben wir einen Roboter, den kann man so kaputt machen. Und das Wichtigste, über die kleinen Hucke kann man sprinten. So, jetzt nehmen wir uns die Feuerblume. Okay, die fliegt dann halt da weg. So, kann man hier rein? Jo. Und hier kommen wir wieder zum gleichen, wieder mit Münzen. Aber wir lassen auch unsere Feuerspucke in der Richtung arbeiten, dass die auch mal ein paar Münzen aufhebt. Okay, das sind nur so welche Münzen. So geht das nämlich schon viel schneller. Und weg ist sie. So, wie war das denn nochmal? Ich glaube, gleich müsste was kommen. So. Das ist eigentlich nicht mal ein Geheimgang, sondern eigentlich ist das so eine Art Abkürzung, um ein wenig dem Feuer zu entgehen. So, weil man kann hier... Oh, das Wichtigste, der Roboter wirft da. Man kann hier nämlich runtergehen. Und hier durchgehen. Das einzige Problem ist natürlich, als Großer muss man so Spiränzchen hier machen, damit man hier durchkommt. Und dann kann man hier durch. Und dann kann man hier durch. Also man muss sich immer so in diesem, so einem gebückten Zustand oder gedückt springen. Das geht alles hier. Also das ist eigentlich für einen, der nur klein ist, um sozusagen hier so Power-Ups und sowas zu bekommen. Also sozusagen, um das Spiel nicht so unfair zu machen, dass er da oben an den ganzen Robotern so vorbei muss. Aber man kann das einfach auch als Großer machen. So. Zip, zip, zip. Aufpassen, natürlich nicht die falsche Richtung drücken. So, den erledigen. Ich habe keine Lust auf den. Ich. So, komm schon durch. So. Am besten immer nach links drücken und ab und zu einfach nur den unteren Knopf. Dann geht das immer am schnellsten. Okay, dann muss ich warten. So. Und dann kommt man hier durch. Ist natürlich jetzt ein längerer Weg, aber wenn man klein ist, ist man doch froh, dass man nicht da oben entlang muss. Und hier schon eigentlich fast am Ende ist. Ja, der Typ. Okay, der Roboter ist erledigt, bevor er seinen Kopf werfen konnte. Einmal nach oben, einmal zur Seite. Einmal weiter. Ja. Okay, der braucht wieder zwei Feuerspucken, damit er stirbt. Oder mehrere. Mir wurscht. Upp. Und weiter. Ah ja, gut. Genau. Und hier muss man einfach den richtigen suchen, um hochzukommen. Zack, zack, zack und weiter geht's. Ja, wie gesagt, das sind halt Kindheitserinnerungen, wo man einfach auch mal checken kann, ob das Spiel, wie man es selber noch in Erinnerung hat, eigentlich gut ist. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier hochzugehen. Das heißt, ich warte, springe und bin natürlich nicht angekommen. Es gibt auch den Versuch, so wie ich das versucht habe, von links danach zu kommen. Apropos von links. So, sehe ich den Chat auch wieder. So die Möglichkeit, da hochzukommen. Mal klappt's mal nicht. Oh, okay. So, und das ist einer der besseren Level, weil man hier in einem U-Boot sitzt. Das heißt, man kann hier unendlos spucken. Und, die Musik erstens. Plus hier, man sieht die Fische, die hier so herumschwimmen. Die Idee und das Konzept einfach in verschiedene Arten durch hier zu gehen. Ach, das ist wundervoll. So. Ich muss sagen, das ist einer meiner Lieblingslevel. Oder allein deshalb macht mir dieses Mario in der Richtung auch so viel Spaß. Dass man da einfach in verschiedenen, ja, Vehikeln unterwegs ist in der Richtung... Einfach mal was anderes sieht. Hier haben wir zum Beispiel den Octorok. Wenn man den kaputt macht, kommt er in so zwei kleine. Und was wichtig ist, man muss hier sozusagen die Dinger durchschießen. Und wenn man größer ist, hat man natürlich das Problem, man braucht mehr Platz. Das heißt, man muss sich drum kümmern, genug Platz bekommen. Ich als Kind habe mir mal versucht, alles abzuschießen.
sozusagen, ah, guck mal, ich hab's geschafft, hier alle Dinger kaputt zu machen. Gut, wir wurden jetzt getroffen, jetzt sind wir klein. Das Einzige, was natürlich dafür nicht sehr gut ist, ist, wie soll man das sagen? Wenn man die ganze Zeit immer am Klicken ist, tun irgendwann mal die Hände weh. Und wie schön, man hat Mario-Münzen. So, und ich weiß, dass es hier irgendwo nämlich noch einen Pilz gab. Ich glaube, da, wo nämlich die Öffnung war, ein höher oder ein tiefer. Ja, genau, da ist der Pilz. Perfekt. Und das Gute hier ist, der Boss, der hier ist, den kann man natürlich einfach, wie man da sieht, unten austricksen, indem man da weitergeht. Wir wollen natürlich eigentlich alle killen. So, und die Kugel geht auch kaputt. Und durch geht's. Oh. Ja, man merkt jetzt langsam. Man hat da nicht mehr so eine Leichtigkeit, wie als Kind die ganze Zeit die Buttons da zu klicken. Es tut schon ein bisschen weh. Ja, und natürlich, weil wir den Boss auch besiegt haben in der Richtung, haben wir danach keine Möglichkeit, dieses Bonusspiel zu machen. Das wird halt in der Möglichkeit einfach komplett entfernt. Ja, und hier verwandelt sie sich in einen Oktopus und springt weg. Wenn ich mich nicht irre, sind wir jetzt nämlich auf der... Oh, wie heißt er nochmal? Auf der Osterinsel. Bitte Feuerblume, bitte Feuerblume. Ein Leben, super. 15... Genau, auf den Osterinseln sind wir. Und hier ist das lustig, weil nämlich hier so welche Totems sind. Auch so ein paar normale Gegner, wie man sehen kann. Aber auch andere Gegner sind, die hoffentlich bald kommen. Ist hier kein Pilz? Doch. Die wir später kennenlernen. Nämlich, ich habe gesagt, das sind immer so welche Renner. Und wir sehen auch schießende Raketen. Und hier, genau, hier müsste, glaube ich, bald der erste kommen. Ne, hier ist noch ein Totem. Ein Totempfahl. Zack, zack. Ganz vorsichtiges Platforming. So. Also da hat man jetzt gesehen, ich bin da dem auf den Kopf gesprungen. Der ist dann sozusagen in seine Kugel gegangen und war eine Bombe. Hopp und hopp. Und hier durch. Ne. Hopp. Weiter geht's. Ah, genau, da ist der erste gewesen. Das sind welche Typen, die einfach schnell rennen. Und ja, da hat man natürlich nicht so viel Reaktionszeit, ne? Okay, komm her. Ich mag dich nicht. Die sind mir alle viel zu gefährlich. Und was hier auch cool ist, gleich kommt so eine Passage, wo sozusagen unten nur Spieße sind. Und wir... Oh. Okay, keine Ahnung, wieso mich die Schildkröte gerade nicht getroffen hat. Ich weiß nicht. Ich versuche mal einfach, genau, da drauf zu springen. Okay, Feuerblume. Sehr gut. Ich glaube jetzt, genau. Hier kommt einer und sogar noch einer. Und Totem. Oh. Oh. Das war hart. Da habe ich mich sogar nicht umgedreht. Okay. So, und jetzt ist das Lustigste. Jetzt kommen plötzlich Steine aus dem Himmel, auf denen man herumreiten muss, um über diese Stachel drüber zu kommen. Und jetzt kommt der nächste. Oder man geht so. Okay. Gut. Physik basierend, wie man dann sehen müsste, wenn zwei Steine sich anstoßen, sollte normalerweise der eine zurückprallen. Naja, gut. Alte Technik. Da hat man noch nicht so den Wert drauf gelegt. Außerdem ist das schöner, man könnte hier abspringen oder man duckt sich einfach. Und wichtig ist, pup, bevor die Steine in die Schlucht fallen, weiter wegzugehen. So, hier kommt natürlich kein Stein, wir müssen hier rüberspringen, aber hier kommt wieder ein Stein. Und ist das der? Ich glaube, wenn wir den zum Ende reiten, sollten wir eine Plattformchance bekommen, um hier hochzukommen. Perfekt. Yes. Außerdem, anscheinend haben wir doch den Bonus bekommen am Ende, aber ich glaube, das liegt daran, ob man den killt oder nicht. Ah, nicht schlecht. Höhle wieder. Diesmal mit Spinnen. Und normalen Typen. Nee, hier ist nichts. Ist da oben drüber vielleicht was? Ich habe immer für... Ich glaube, als Kind habe ich hier alle Steine umgegraben. Nur um zu gucken, ob es auch so einen Aufzug hier gibt. Und ich wage mich zu erinnern, dass hier nicht die Möglichkeit gab. Aber der Vorteil ist, da wir Feuerblumen haben, können wir die Spinnen einfach kommen lassen. Oder wir gehen einfach auf den Hintern. Aber hier muss es ja irgendwo hochgehen, weil sonst wäre das... Oh, und eine Tarantel hier.
Das Lustige an der Tarantel ist, die wird man so leicht nicht los. So, vorsichtig. So, weil nämlich hier irgendwo unten drunter müsste das doch, glaube ich, gewesen sein, dass man da hochfahren kann, oder? Ne, also war das irgendwo links. So, jetzt ist das Problem, man sieht, die Spinne ist da. Ja, okay, da habe ich mich eiskalt treffen lassen, da muss ich zugehen. Und der Nachteil ist hier, irgendwann mal, man sieht da oben diese Spieße, die sind natürlich nicht umsonst da, ne? Also irgendwann mal... Ich glaube, hier ist der erste. Genau, oh, der runterfällt. Da bin ich auch runtergefallen. So, genau, ein Leben wieder. Das haben wir uns zurückgeholt. Und da ich ja weiß, dass da kein Upgrade ist, kein Pilz oder so, kann ich auch einfach weiter. Hier, oh... Das ist ein super Tag-Team gewesen, weil ich die Tarantel jetzt gekillt hatte, bin ich direkt weitergegangen. Ich dachte, ich könnte den Run komplett ohne Tode beenden. Aber ich merke, wie hakelig friemlich das wird und wie manchmal ich zu schnell bin. Zack, zack, zack. So, genau, einmal kurz warten. Nicht zu weit. Komm runter. Spring drauf. Töten. Und wieder zurück. Und hin, wegen der Tarantel. Aufheben. Vorsicht, Raketen. Pilz. Durchrennen. Killen. Fallen gelassene Frames. Oh, super. So, komm rüber. Komm unter meine Füße. Okay. Und ich glaube, hier kommt nämlich noch eine Steinpassage. Mit den Effekten hinten vom Wasserfall. Nochmal Steine, genau, perfekt. Dab, 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 dab. Und wenn ich mich nicht irre, kommt hier irgendwo auch einer von den Dingern, die runterfallen. Ah. Irgendwas hätte mich getroffen. Entweder die Rakete, also diese dieses Geschoss da, oder die Tarantel, oder die normale Spinne. Eins von dem hätte ich mich getroffen, so habe ich mein Power-Up leider verloren. Okay. So, und jetzt das Schlimme mit den Plattformen, die kaputt gehen. Und die muss man weiter und weiter und weiter und weiter für den Bonus. Puh, Glück gehabt. Nein. Twitch. Das ist so ein altes Spiel, wie so Frames. Naja. Bitte Feuerblume, bitte Feuerblume, bitte Feuerblume. Naja, zwei Leben. Gut, jetzt sind wir wieder bei 17. Und man hört halt zwar so eine Höhlenmusik, aber das ist sozusagen... Hätte ich weiterspringen sollen. Das ist so in luftigen Höhlen. Man sieht, unten ist überall der Tod, klar. Und man sieht hier so Plattformen. Oh, Tiki, Statuen, irgendwelche... Da hätte ich mit Anlauf springen müssen. Vorsichtig. Vorsicht. Vorsicht. Anlauf springen. Anlauf springen. Wir müssen aufpassen. Genau. Kommen nämlich irgendwann mal jetzt hier so Steine einfach. Ich glaube, die spawnen nicht überall. Nein. Ich glaube, ich muss nach oben. Da ist ein Power-Up. Ne. Oder? Ich weiß nicht, ob hier ein Power-Up ist. Hier durch vielleicht? Ne. Ich checke hier mal alles ab, ob hier ein Power-Up ist. Ne, vielleicht da unten. Oder ist es nur eine Münze? Ne, cool, es ist ein Power-Up. Komm her. So, jetzt müssen wir hier einmal rüberlaufen und springen. Ah, oh, eine Tarantel. Und noch eine. Okay, da war mein Power-Up wieder weg. Ich wollte das einfach zu schnell machen. Zack. Zack. Und man sieht die... Dinger wiederholen sich manchmal, dass sie beide schief springen. Nee. Oh. Kaizo Mario hier. Aber man sieht, die bewegenden Objekte sind hier weg. Also da waren ja diese zum Durchfallen und diese Plattform. Die sind jetzt plötzlich weg. Und hier weiß ich, dass das sozusagen so eine Art... Ja gut, für den großen Mario müsste man außen herum gehen. Für den kleinen hätten wir einfach unten entlang gehen können. Für mich war es aber wichtig, doch hier zu sein. Und ich glaube nämlich gleich kommt der Boss. Der eine Oster.
Inselstatue ist. Und wieder von vorne. Oder aber da ist von vorne. Wieder ab diesem Part. Versuchen wir jetzt die Abkürzung zu nehmen. Ja, das war geplant. Ich dachte, ich war tot. Aber ich habe von meinem geistigen Auge nur noch dieses. Genau, das gehört. ...13 Leben. Gut. Darf ich nur nicht blamieren und hier Game Over gehen. Weil der nächste Level, nämlich der vierte Welt, ist nämlich China. Und die ist schwerer. Weil sie halt die letzte Welt ist, ne? Komm her. Her. Und da ist der Typ. Gut. Noch einer? Nein. Aber Steine. Vorsicht. Oder ein... Nein! Ein Stein. Ah! Dammit. Ah, cool. Wir haben den Checkpoint erreicht. Perfekt. Weil eigentlich kommt nur noch ein schwerer Level, muss ich sagen. Genau, und hier haben wir den Boss. Und der Boss hat das so, dass er hier die Steine wirft. Und man einfach so durchgeht. Also wie gesagt, ich empfehle immer groß zu sein. Es gibt eine Möglichkeit, wie man, glaube ich, den so triggert, dass der, glaube ich, den Stein auch noch wirft, dass man drüber springen kann. Nur keine Ahnung. Selten geschafft. Oder ich habe zumindest jetzt aus dem Stegreif kann ich nicht sagen, wie. Daisy, schön, dass du da bist. Er ist natürlich nicht Daisy, sondern eine Tarantel. So. Und was bekommen wir jetzt? Ein Leben. Und China. Wenn ich mich nicht irre, war hier irgendwas? Genau. Ah, und da habe ich den Fehler gemacht. Bei den Dingern muss man direkt nach links klicken, um da sozusagen in diese Wanne zu kommen. Habe ich jetzt verloren? Mein Fehler. Aber ich wusste, dass da auf jeden Fall was ist. Achso, okay, dann ist der zweite der schwere Level. Weil hier ist der Nachteil oder Vorteil für die Gegner. Man sieht hier diese japanischen Zombies. Normalerweise immer diese Platten haben, weil die stehen nämlich wieder auf. Und ich bin weg. Ich hätte mit Anlauf springen sollen. Jetzt kann ich aber wieder runter, genau. Und direkt nach links. Rechts klicken. Ja, ja. Dann kann man nämlich die hier aufsammeln. Und so wie man meine Spielweise jetzt zum Ende merkt. Naja. Naja, ich sag mal lieber nicht dazu. Ah! Ja, ja. So. Dann hier links war da drin, genau. Den aufheben. So, was kann man erwarten, wenn man dieses Spiel durchgespielt hat? Ganz einfach, wenn man es einmal durchgespielt hat, kommt man in einen schweren Modus rein. Und wenn man diesen schweren Modus nochmal schafft, bekommt man sozusagen die Levelauswahl. Das heißt, man kann dann sagen, in welchem Level man gerne starten möchte. Und dann ist eigentlich alles nur noch das Gleiche. Okay, wir sind immerhin schon mal weiter. Und die Kanone ist hier nicht. Genau wie der eine Zombie nicht. Aber hier ist der andere Zombie, der nichts bringt. Okay. Okay, aufpassen. An welchen was rauskommt, an welchen nicht. Da kommt nichts rein. Da kommt man aber auch nicht rein. Hier kommt man auch nicht rein. Keine Ahnung, wieso ich den Fehler gemacht habe, dass ich da renne. Aber immerhin sind sie so nett und geben uns genug Checkpoints. Schnell weiter. Oh, das war knapp. Ich hatte schon Angst, dass ich das nicht schaffe, weil ich nicht den Rennknopf gedrückt habe. Irgendwo. Ah, okay, das ist nur Münzen. Kaputt. Genau, irgendwo weiß ich, dass ein Upgrade drin war. Okay, da hinten ist die Plattform, die fällt. Ich glaube, hier ist das so, dass wenn man diesen Sprite sieht, sozusagen eingeplant wird, wenn man ganz normal gehen würde. Nein! Wieso hast du dich bewegt, Mario? Ich habe doch nach rechts geklickt. Nein! Bitte mit Pilz, yo. Der ist die Stelle also mit Pilz. So, genau. Der ist, glaube ich, so abgemessen, wenn man sich ganz normal bewegen würde mit Mario-Geschwindigkeit, dann
wäre man an dem Ort, wo das runterfällt. Weißt du, jetzt habe ich Stöhne, weil ich denke, Mario kommt dann weiter, wenn ich... Okay, das ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich komme hier weiter. So. Gut. Ein paar Münzen muss ich wohl immer einsammeln. Puh, Glück gehabt. Und wieder runter. Ich habe nämlich keine Lust, da eine Bombe zu sterben. Oh nein, nicht drei Stück davon. Okay. 1, 2, 3. Ist kein Problem. Da komme ich hoch. So, von hier aus muss ich da hochspringen. Dann auf den ersten dazwischen und nach unten gehen. Ja, keine Chance, da oben zu gehen. Blöde. Ich glaube, der zweite Level ist ein bisschen einfacher, wenn ich mich nicht dran erinnere. Das müsste... Genau, der mit der Bubble-Bubble-Lava sein, wie ich immer sage, und mit den Kästchen. Genau. Ah, das ist die mit der Blume, die diese komische Feuerspucke da macht. Das Problem an dieser feuerspuckenden Blume ist, man kann, glaube ich, nicht... Oh, doch, man kann auf die drauf springen. Und die Schlangen. Und hier kann man nicht die Abkürzung gehen, dafür muss man groß sein. Das heißt, wir müssen hier den Weg zwischen den Schnappern gehen. Gibt es hier noch ein Power-Upgrade oder so? Nein. Dude. Ich finde mal den Sound ganz cool. Dude. Komm her. Ich habe keine Angst. Keine Lust, dich zu erwischen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass man die kaputt machen kann. Ich dachte, weil sie da so dieses breite Maul haben. Genau. Und hier sind die Lieblinge von mir. Diese Kreise. Denn Bewegungen. Das heißt, man ist immer sicher, wenn man da nah dran steht. Ist hier ein Power-Up? Ich habe keine Ahnung. Und ich das mal voll... noch besser. Aber das einzige Problem ist, man sieht hier, einige sind aus, die sind natürlich im schweren Modus wieder an. Das heißt, hier wäre einer, da oben würde wieder einer auf uns warten. Stetig ernährt sich das Eichhörnchen. Hey, hör auf. So, da haben wir das nächste. Und hier einfach nach rechts gedrückt halten, durchspurten und warten. Wenn ihr man nämlich komplett durchspurtet, wird man von der, ich sag mal einfach, Piranha-Pflanze erwischt. Das wollen die natürlich. Also die wollen, dass man da sowas passiert. So, und jetzt hoch. Und zu langsam. Da muss man echt schnell sein. Und damit kommen wir jetzt schon leider zur letzten Welt. Einer meiner Lieblingswelt. Weil, nachdem man das weiß, die Chinesen sind Kenner in der Richtung die Flieger-Stage. Und ich muss sagen, einer meiner Lieblings-Stages, besonders der Boss, weil der überraschend ist. Der ist überraschend. Ich spoilere da mal nicht. So, sonst, ganz klar, einfach alles hier abballern, soweit es geht. Das Einzige, was, ja, besonders ist in der Richtung, ganz klar, die Dinger und das hier, die Upgrades sind. Und man bekommt nur Pilze hier, aber es bringt nichts. Und das Gute ist, die Dinger kann man kaputt machen. Die bringen auch 800 Punkte, das Problem ist nur, man muss sehr viel da reinschießen. Und das habe ich nur einfach so als Kind, genau. Ich muss endlich mal super schnell drehen und ich den mein Upgrade dafür verliere. Gerne. So, ich glaube, da unten wäre nämlich das Power-Up und ich lasse das einfach mal weg. Ja, genau. Okay, immerhin haben wir den Checkpoint erreicht. Nehmen den Pilz hier. Müssen jetzt sozusagen so welche Gegenstände umfliegen. Das ist immer das Geilste. Alles hier einsammeln. Aber ganz schnell hier nach vorne sein. Also hier muss man vorne sein, weil man muss so welche, ich habe da immer als Kind Beine dazu gesagt,
Man muss so welche Pirouetten fliegen. Das heißt, wenn man zu weit hinten ist, schafft man das zeitlich nicht. Jetzt kann man, glaube ich, mittel sein. Genau, da oben sieht man so welche Spieße. Und das, was... Ja, genau. Kommt, sind nämlich wieder diese guten alten Bekannten, die wir haben. Und was auch ab und später, also im schweren Modus kommt, da kommen irgendwo Hände hier aus diesen Sachen raus. Genau, diese. Und jetzt sind wir beim Boss schon. Oder? Genau. Nämlich die Wolke, die Dinger produziert. Genau. Und wenn wir die Wolke killen, haben wir... Und komm! Endboss! Endboss! Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Ah, die Stick, aber auch oh, ein. Genau. Und natürlich war das nicht der Endboss. Der kommt jetzt natürlich noch. Das ist sozusagen der große Bösewicht hier. Und ich, soweit ich weiß, als Kind konnte man das hier sein. Ist man hier unten sicher. Das Problem ist nur, dass man den, glaube ich, nicht erwischt, oder? Nein, ich muss langsam so ein bisschen nach oben gehen, um ihn zu erwischen. Und dann langsam nach unten gehen, um ihn zu erwischen. Und aufpassen, dass ich den erwische. Weil nämlich immer dieses... Dann ist sozusagen, wenn ich den erwische. Und sonst muss ich immer aufpassen, dass ich immer runtergehe und immer hochgehe. Damit ich den dann perfekt erwische. Oh! Au, 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 au. Ist das schön. Ist das schön. So, dann natürlich... Oh, Daisy. Daisy. Ja, thank you, Mario. Das ist natürlich jetzt das echte Ende. Dann, your quest is over. Und was machen die? Die gehen zusammen und steigen ein. In ein Raumschiff. Habe ich sie mal gesagt. Weiß nicht, so ein Schnellflugzeug oder so. Genau, no. Yokoi, weil ich, das war nämlich nicht von Shigeru Miyamoto gemacht, dieses Mario. Und deshalb hat es sozusagen diese Eigenheiten, die manchmal in Spielen übernommen wurden oder nicht. Oh, außer dass meine rechte Hand wehtut, ist das alles ganz cool hier. Aber gut, das ist aber mal eine andere Sache. Da kommt man auch wieder rein. Ich finde es nur schön. Wie gesagt, eins der guten Klassiker. Es gab noch ein zweites, Mario Land, nämlich Super Mario Land 2. Quest? Ich glaube ohne Quest, einfach nur 6 Golden Coins. Den will ich entweder morgen machen vielleicht oder nächste Woche, also der ist auf jeden Fall geplant. Und dann gab es natürlich Super Mario Land 3. Die Besonderheit dabei war aber, dass sie gesagt haben, hey, Super Mario Land 3 ist Mario Land 1. Keine Ahnung, wieso sie das gemacht haben in der Richtung Namensgebung. Das ist genauso wie jetzt die Game Boy Advance Spiele. Mario Advance 1, Mario Advance 2, Yoshi Island, Mario Advance 3, Super Mario Bros. 3 war. Und ich hab gesagt, okay... Weil Super Mario Advance war die Super Mario Bros. 2 Version. Dann kam Yoshi's Island, was sozusagen Super Mario Bros. Advance, ne, 2 gewesen ist. Und Super Mario Advance 3 war Super Mario Bros. 3, nur für neuere Grafik in der Richtung. Ja, so, The End steht da jetzt. Wenn wir jetzt einen Knopf drücken, steht da unser Topscore. Da steht Start. Und wir können dann jetzt sozusagen anfangen. Es gibt aber, glaube ich, einen Trick. Ne, gar nicht, der war nicht gar nicht hier. Da war in Wario Land und Mario, gibt es ein paar Tricks, dass man sozusagen auch hier das freischalten kann. Dass man von Anfang an auch schon direkt die Level freischalten kann. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das war, ob man da B oder Select drücken muss, eine gewisse Zeit. Ja, in der Richtung würde ich sozusagen das jetzt beenden, weil ich wollte weiter Horizon Zero Dawn streamen und da muss ich eh das wechseln. Deshalb würde ich jetzt eine kleine Pause machen und würde ich sagen, so spätestens, ich hoffe, spätestens, allerspätestens bin ich in einer Stunde da. Vielleicht ein bisschen später, weil vielleicht gehe ich ganz kurz noch zu meiner Schwester nebenan in der Richtung. Aber jetzt... Wird auf jeden Fall heute sein, also bleibt gespannt. Es wird auf jeden Fall heute noch weiter gestreamt. Das verspreche ich euch.
Na doch, das sollte ich auf jeden Fall versprechen und das sollte ich auch schaffen. So, für mich wäre es das zuerst mal mit dem Survival-Freitag, Survival-Game auf jeden Fall. Und wir sehen uns auf jeden Fall gleich später wieder. Bis dann.